Hallöchen, meine Tintenkleckse, hier ist wieder euer Tintenbaron. Erst einmal, das Halloween-Special ist fürs Erste auf Eis gelegt. Denn die Story ist im Endeffekt viel länger und komplexer geworden, als ich ursprünglich geplant hatte, und wenn ich jetzt an dieser dranbleiben würde, dann wäre keine Zeit mehr für ein Weihnachtsspecial. Es wird aber auf jeden Fall noch kommen. Nun aber zum Weihnachtsspecial. Ihr dürft euch dieses Jahr aus 5 verschiedenen Creepypastas eine auswählen, die ich zu Weihnachten vertonen werde. Ich lese euch den Anfang von jeder dieser Creepypastas vor und ihr entscheidet am Ende des Videos, welche euch am besten gefällt. Klickt dazu auf das i-Symbol oben rechts in der Ecke und klickt dann auf die Umfrage. Teilnahmeschluss ist am 21.12. um 23.59 Uhr. Mit Anfang ist das gemeint, was man von einem Creepypasta lesen kann, ohne runter zu scrollen. Zum Beispiel bei dieser Creepypasta, die jetzt gerade eingeblendet ist, wäre der Anfang das, was ihr jetzt gerade sehen könnt. Diese Creepypasta habe ich übrigens bereits vertont. Ihr findet sie übrigens auch in der Beschreibung und in der Infocard. Ich selbst habe auch immer nur den Anfang von diesen Creepypastas gelesen. Heißt, es kommt auf euch an, zu entscheiden, welche von diesen Creepypastas gut sind und welche nicht. Ursprünglich wollte ich euch eigentlich den Anfang dieser Creepypastas nur kurz zusammenfassen. Jedoch hätte das nichts über den Schreibstil ausgesagt. Und der Schreibstil ist natürlich auch ein entscheidender Faktor, ob eine Geschichte gut ist oder nicht. Kommen wir nun also zu den Creepypastas. Wir beginnen mit Creepypasta A. Es war ein verregneter Tag, an dem meine Tante Ulla beerdigt wurde. Genau an diesem Tag, an dem die Beerdigung stattfand, feierte aber auch meine beste Freundin Lisa ihren Geburtstag nach. Es war schon eine Plage, überhaupt mitzukommen. Die gesamte Messe dachte an diese Party und wie toll sie werden würde. Nachdem der Priester endlich das letzte Gebot gesprochen hatte, rannte ich sofort raus, um schnell nach Hause zu kommen, damit ich mich noch fertig machen konnte. Zu meinem Ärgernis unterhielten sich meine Eltern noch mit ein paar alten Freunden von meiner Tante und dem Priester. Mir wurde relativ schnell langweilig, deshalb fragte ich meinen Vater, ob ich kurz gehen könne, um zu telefonieren. Er erlaubte es mir. Also ging ich etwas und entdeckte einen Baum. Ich stellte mich schnell hinter den Baum und zog mein Handy. Verdammt, schon 4 Anrufe von Lisa, dachte ich mir. Ich wählte so schnell ich konnte ihre Nummer. Lisa ging auch ran und fing sofort an zu fragen, wo ich bin. Ich antworte ihr, dass ich noch auf der Beerdigung meiner Tante sei und dass es länger gedauert hat, als ich dachte. Ich versprach ihr, in 30 Minuten da zu sein. Ich legte auf und kam hinter dem Baum weg. Ich ging langsam wieder auf meine Eltern zu, wie mit meinen Brüdern David und Jeremy alleine dastanden. Es sah so aus, als würde mein Vater wieder telefonieren. Plötzlich fing meine Mutter wie wild an, mit den Armen zu winken. Ich fragte mich, was sie denn jetzt schon wieder von mir wollte. Wahrscheinlich wieder etwas Unwichtiges, wie ob auf der Party Jungs sind oder wir Alkohol trinken würden. Aber es war etwas ganz anderes. Sie deutete auf ihre Hand und sagte, ich solle meine Hand öffnen. Ich tat es und es fiel ein Goldring in meine Hand. Wahrlich ein schöner Ring, aus echtem Gold und einem riesigen Diamanten besetzt. Ich erkannte ihn sofort. Es war der Ring von meiner Tante Ulla. An dem Ring heftete ein Zettel. Ich öffnete ihn und ich las den Satz. Für meine geliebte Charlene. Ich widmete mich wieder dem Ring, den ich auch schon als kleines Kind immer haben wollte, und überlegte mir, wie meine Freundin auf den Ring heute Abend reagieren würden. Meine Gedanken wurden von meinem Vater zerstört, der wutentbrannt auf uns zumarschierte. Er fluchte und sagte, er hätte sein Handy gerade in den Gully fallen lassen. Nach einer Zeit der Ratlosigkeit gingen wir alle zum Auto und fuhren nach Hause. Das war Creepypasta A. Nun kommt Creepypasta B. Schon wieder ist es schief. Dieses verdammte Bild. Unordnung ist etwas, das mich regelmäßig zur Weißglut bringt. Schon damals, als ich gerade einmal 5 Jahre alt war, musste alles perfekt sein. Eine rote Stoffkuh neben einem rosa Sparschwein. Der Spielzeugroboter meines Bruders, meinem Puppenhaus. Ein Fussel auf der Bettwäsche. Nicht mit mir. Niemals würde ich so etwas dulden. Das mussten auch meine Geschwister lernen, nachdem sie aus Spaß in meinem Zimmer randaliert hatten. So bin ich nun mal. Genau aus dieser Eigenart heraus habe ich auch mein, oder besser, unser neues Heim ausgesucht. Groß genug für 2, nämlich mich und meinen Sohn, und äußerst liebevoll eingerichtet. Das hübsche Holzhaus ist eine wahre Augenweide. Nehmen wir nur einmal die goldenen Schnörkel an Türen und Fenstern, oder die kleinen Blumenkästen am Balkon. Traumhaft, sage ich, einfach nur wunderbar. Zumindest für mich, denn mein liebes Kind scheint alles andere als begeistert zu sein. Er wirft mir vor, ihn von seinen Freunden getrennt zu haben, klagt darüber, dass die Schule ätzend ist, wie ihr Kinder es heutzutage ausdrücken, und behauptet, ich hätte sein Leben zerstört.
Also wirklich, er sollte sich lieber freuen, jeden Morgen frische Landluft atmen zu dürfen. Mütter haben es wirklich nicht leicht. Und als wäre das nicht genug, gibt es noch eine Tatsache, die mich fast zum Verzweifeln bringt. Im Flur des Hauses, an der schlichten, weichen Raufasertapete, hängt jenes Bild. Ein Gemälde, welches schon vor unserem Einzug hier war. Das allein ist es natürlich nicht, worüber ich mich aufrege. Nicht dieser bekritzelte Fetzen Papier. Viel eher der Rahmen stört mich. Eine winzige Kleinigkeit, über die sich nur Menschen wie ich aufregen können. Die banale Schieflage eines Bildes. Das war Creepaster B. Nun kommt Creepaster C. Mein Herz klopfte, als ich auf meinem Heimweg die Jahnstraße überquerte und in die Goethestraße einbog. Es war schon ziemlich spät, da es Winter war, aber trotz der Handschuhe, des dicken Schals und des langen Mantels kalt. Als ich immer näher dem Ende der langen Straße kam, hatte ich Sirenen wie von Polizeiautos oder Rettungswagen. Neugierig, wie ich mal bin, beschleunigte ich meine Schritte. Nur etwa 10 Meter von mir entfernt war eine Absperrung, an der eine Gruppe Schaulustige stand. Einige tuschelten miteinander, andere starrten auf den Boden vor Entsetzen. Ich schluckte. Was ist hier nun passiert? Plötzlich ein Schrei. Nein, das darf nicht wahr sein, schrie eine Frauenstimme. Ich sah sie auf der anderen Seite, mir gegenüber. Ein Sanitäter hielt sie am Arm fest. Lasst mich los, mein Bruder, Ethan, kreischte sie weiter, bevor sie weinend auf dem Boden zusammenbrach. Erst jetzt fiel mein Blick auf das abgesperrte Haus. Es war umgeben von einem Vorgarten, der vielleicht schön ausgesehen hätte, wäre er nicht so verdorrt. Das Haus selbst war ziemlich alt. Alle Fensterläden waren geschlossen. Nur an einem der unteren Fenster des zweistöckigen Hauses waren sie abgebrochen und hingen herunter. Die Fassade hatte Löcher und Risse. Alles in allem sah ziemlich heruntergekommen aus. Das war Creepaster C. Nun kommt Creepaster D. Das warme Blut lief an ihrem Handgelenk herunter und tröpfelte leise in das Waschbecken vor ihr. Trotz der Schmerzen, die sie verspürte, ließ sie das Messer nicht ruhen. Das leichte Schmunzeln, das ihre Lippen zierte, war von Tränen begleitet. Ihre blonden Haare hatte sie zum Zopf zusammengebunden. Dennoch fielen ihr einige Strähnen ins Gesicht. Hinter den Gläsern ihrer Brille schimmerten ihre blauen, ja fast grauen Augen hervor. Ihren Ärmel hatte sie an dem linken Arm hochgekrempelt. Die rechte Hand hielt ein ausgeklapptes Taschenmesser. Ihr Blut war noch so rein, doch sie verschwendete es. Zwar konnte sie es immer runterschlucken, wenn sie wieder diese Beleidigung hörte, oder die leichten Wunden davontrug, doch dass ihr niemand half, brachte sie um den Verstand. Ihr Selbstbewusstsein wurde immer kleiner, bis sie ihnen glaubte, dass sie nichts wert sei. Sie fand sich jeden Abend, Punkt 8 Uhr, genau in diesem Zimmer wieder. Das Bad ihres Hauses. Dann schnitt sie sich vorsichtig das Handgelenk auf und vergoss etwas von ihrem Blut. Der Schmerz tat ihr gut. Er zeigte ihr, dass sie noch lebte. Doch niemand würde es nachvollziehen. Sie ließ es niemanden erfahren. Ihr Pullover war immer extra groß, damit sie keine Schwierigkeiten damit hatte, die Wunden zu verbergen. Es machte es ein wenig schwer, mit ihrer Größe noch einen zu großen Pullover in der Damenabteilung zu finden. Daher trug sie immer Männeroberteile. Es gab manchmal Ausnahmen, doch dann zog sie sich Handschuhe an, die definitiv über die Wunden reichten. Niemand wusste es. Vielleicht ahnten manche etwas, doch sie ließ es sich auch nicht anmerken. Dass sie sich manchmal nur zurückziehen wollte, konnte sie auch nicht verhindern, aber sie wusste doch, dass niemand ihr helfen würde. Nachdem sie sich wieder das Blut abgewaschen hatte, zog sie ihren Ärmel wieder runter und schloss die Badetür auf. Sie setzte sich in ihr Zimmer und zog ihr Handy hervor. Sie verlor sich vielleicht etwas in der Welt des Internets, das hatte auch seine Vorteile. Sie konnte mit den einzigen zwei Leuten schreiben, bei denen sie das Gefühl hatte, dass sie verstehen würden. Beide waren etwas älter als sie und hatten so ziemlich dasselbe hinter sich gebracht. Das war Creepaster D. Nun kommt Creepaster E. Sie war ein Mädchen, wie jedes andere in ihrem Alter. Sie lachte viel, spielte draußen mit den anderen Kindern und hatte einen Papa und eine Mama. Alles, was sie sich wünschte. Ihr Papa war ein Wissenschaftler und hatte sein eigenes Labor im Keller des Hauses. Ihre Mama arbeitete in der Woche und sie selbst ging immer in die Schule. Seltsamerweise bekam das Mädchen immer wieder Narben, doch sie wusste nicht woher. Auch ihre Mutter wusste es nicht und auch nicht ihr Vater. Da die Narben aber nur klein waren, verschwanden sie auch immer wieder, doch neue tauchten immer wieder auf. An einem Abend, ihre Mutter schaute gerade fern,
schließlich das Mädchen in den Keller, in Versuch mit ihrem Vater spielen zu können. Sie sah ihren Vater an einem Tisch stehen, mit Reagenzgläser in der Hand. Sie lief zu ihm hinüber und zog leicht an seinem Laborkittel. Ihr Vater schaut überrascht auf und blickt auf seine Tochter herab. »Cindy, was machst du denn hier? Du weißt doch, dass ich arbeiten muss.« »Aber ich wollte mit dir spielen«, entgegnete Cindy und schaute ihn trotzig an. Ihr Vater seufzte und strich sich mit einer Hand durch die Haare. Dann ging er zu einem Schrank, der in der Ecke des Raumes stand, und holte etwas heraus. Als er zurückkam, sah Cindy, dass ein Laborkittel war, wie seiner. Das war Creepbuster E. So, das waren alle Creepbusters. Stimmt jetzt für die Creepbuster ab, die euch am besten gefallen hat. Die Creepypasta mit den meisten Stimmen werde ich für den 24.12. vertonen. Teilnahmeschluss ist wie gesagt am 21.12. um 23.59 Uhr. Ich bin sehr auf eure Abstimmung gespannt. Also dann, bis zum nächsten Video. Euer Tintenbaron.